Ja, hallo und herzlich willkommen aus China. Das ist heute Tag 2 in Shenzhen. Heute steht das an, was wir gestern nicht mehr gemacht haben. Also wir fahren jetzt gleich zu einer Electronic Mall, einem Electronic Store. Bin ich schon extrem gespannt drauf. Also das ist quasi dieser Smartphone-Markt, Technik-Markt, wo man alles Mögliche kaufen kann. Da ist auch der Huawei Flagship Store, deshalb fahren wir dahin. Da bin ich auch schon extrem gespannt drauf. Dann soll es heute noch eine VR-Demo geben, Interviews wieder mal. Und dann um 15.30 Uhr geht es für uns schon auf den Weg zum Flughafen, denn wir fliegen weiter nach Shanghai. Also wieder ein ziemlich vollgepackter Tag. Ich merke jetzt auch schon am zweiten Tag, man sieht es vielleicht irgendwie an meinen Augen mit Kontaktlinsen und so weiter. Ich bin etwas müde, aber trotzdem irgendwie das Adrenalin trägt ein. Ich bin extrem gespannt und deshalb würde ich sagen, jetzt bei 30 Grad um 9 Uhr morgens und extrem hoher Luftfeuchtigkeit legen wir gleich mal los. Viel Spaß bei dem Video. Es gab jetzt doch eine kleine Planänderung. Wir sind nicht im Electronic Store gelandet, zumindest noch nicht. Da fahren wir dann später nach dem Mittagessen hin, sondern wir sind jetzt erstmal wieder zum Huawei Campus, dachten wir. Wir waren dann aber mitten in der Stadt bei einem McDonald's, sind ausgestiegen und waren dann im Reliability Lab von Huawei. Da durfte ich leider nichts filmen. Das war aber extrem interessant, weil, wie der Name schon sagt, also Reliability Lab, wurden da die Smartphones einfach getestet. Also was passiert, wenn so ein Smartphone runterfällt, wenn es in der Handtasche ist, wenn es irgendwie in der Jeans gedehnt wird. Also war wirklich ziemlich interessant. Gefühlt für uns nicht die ganze Wahrheit. Also das waren immer irgendwelche alten Smartphones oder irgendwelche, ja, Dinge, die man halt schon kannte, keine Prototypen oder dergleichen. Wobei, dann ging es weiter zu so einer Wärmekammer, sage ich jetzt einfach mal. Da wurde einfach getestet, wie warm werden die Netzteile, wie verhalten sich die Smartphones, wenn sie heiß werden und so weiter. Das war ziemlich interessant und da haben wir auch ein Smartphone gesehen, nämlich das Huawei Mate 9 Pro. Wurde ja jetzt doch vorgestellt. Zwar erstmal nur für China, also im Prinzip die Porsche Edition, nur ohne Porsche-Logo. Sehr, sehr interessant. Ich hoffe, das kann ich mir auch bald noch genauer anschauen. Und jetzt ging es dann weiter. Da durften wir auch wieder die Kameras holen. Hier ins Consumer Lab. Das kann man hoffentlich erkennen hier hinten. Ja, das sieht erstmal hier total genial aus. Ich blende euch da einfach mal ein paar Dinge ein. Sehr, sehr futuristische Einrichtung, wie allgemein hier fast überall, was man uns so zeigt. Und dann gab es eben hier hinten auf dem Fernseher so eine, ich zeige euch das mal, so eine kurze Demo. Es ging einfach um Smart Home, es ging um Drohnen, es ging um Smart Cars, also quasi so die Zukunft. Ziemlich interessant, aber wenn ihr das mal in YouTube eingebt und ein paar Videos sucht, dann findet ihr diese Videos auch. Und jetzt wurden uns noch Dinge gezeigt wie die Vive, PlayStation VR und so weiter. Wobei ich das überwiegend schon kannte, sage ich mal. Also das Interessante ist hier wieder mal so der Raum, der total interessant eingerichtet ist. Und ich muss mal den Arm wechseln. So eine kleine Nerdhöhle ist, sage ich mal, wo man wirklich alles ausprobieren kann. Ist auch ganz cool gemacht. Jetzt gehen wir dann Mittagessen, wenn ich richtig informiert bin und nicht nochmal irgendwas geändert wird. Und dann endlich zu den Electronic Stores. Bin ich schon extrem gespannt. Also schauen wir mal, wie das so wird.
Wir sind jetzt auf dem zweithöchsten Gebäude in Shenzhen. Das höchste wurde oder wird gerade neben unserem Hotel gebaut. Also das ist noch gar nicht fertig, noch nicht eröffnet. Wir sind hier jetzt im 91. Stock, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, schaut euch das Ganze mal an. Das ist einfach nur absolut beeindruckend. Ich blende euch da auch mal was ein. Also hier darf man keine Höhenangst haben. Und hier werden wir jetzt dann was essen. Ich drehe mich mal ein wenig, damit ihr so einen Eindruck bekommt. Sieht einfach nur total beeindruckend aus. Ich stehe ja eh total auf sowas. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das Essen genauso gut ist. Wir laufen hier wirklich von einem Extrem ins andere. Eben waren wir noch im 91. Stock. Mittagessen, das Mittagessen war genial. Aber Leute, das hier hinter mir, das toppt wirklich alles. Das ist der Electronic Plaza, Electronic Market, ich weiß es nicht. Der größte Elektronikmarkt Chinas, der größte Elektronikmarkt Asiens. Ich weiß es nicht, mich schaut hier schon jeder komisch an, weil ich filme. Wir waren hier eben drin. Es gibt alle möglichen Hersteller, vor allem die chinesischen, also Xiaomi, Huawei, Oppo. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Hier ist überall draußen in den Geschäften sind diese Logos zu sehen. Und man meint so, dann geht man rein. Wenn dann Xiaomi-Logo ist, wird es da Xiaomi-Smartphones geben. Nein, stattdessen gibt es da dann irgendwie gefakte iPhones, gefakte Ersatzteile, originale Ersatzteile. Wir sind dann in einen Store ins Erdgeschoss gegangen und haben dann die Treppe hochgenommen. Und ja, das war da dann einfach nur der Wahnsinn. Also das war wirklich, ich konnte da leider nichts filmen, weil Kollegen, die hier schon öfter waren, meinten, film hier lieber nichts. Ich habe versucht, so ein bisschen die Vitrinen zu filmen, aber das ist wirklich, kann man sich nicht vorstellen. Also das sind dann wirklich so Vitrinen gefüllt mit Honor-Smartphones, gefüllt mit Huawei-Smartphones, gefüllt mit Xiaomi-Smartphones. Dann wurde hier heute auch noch angeliefert. Die Preise sind schon so für uns Ausländer, also die Preise, die sie uns nennen, echt gut. Ich habe Mi Band 2 gekauft für 18 Euro. Klar, kann man sich jetzt auch irgendwo bei Gearbest oder so bestellen, aber hier hat man eben keinen Versand. Und Kollege kauft jetzt gerade noch 2 Xiaomi-Smartphones. Ja, es ist hier einfach nur überwältigend. 500 Meter nur Technik. Ich glaube, wenn man sich das alles anschauen wollen würde, dann bräuchte man hier 3 bis 4 Tage. Ich höre jetzt mal auf, hier live zu erzählen. Wir müssen jetzt nämlich gleich zum Flughafen nach Shanghai. Und wie gesagt, mich schaut hier schon jeder total komisch an. Ich muss jetzt schon an den Anfang der Straße gehen, weil sonst, die mögen natürlich nicht gerne gefilmt werden, wenn sie hier irgendwie gefakte Sachen verkaufen oder was auch immer. Naja, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich spule euch jetzt ein paar Aufnahmen von diesem überwältigenden Ding hier einfach ein. Oder ich habe es schon, ich weiß es nicht, wie ich das Ganze mache, aber schaut euch das an. Das ist wirklich Tech-Porn par excellence.
damit wechseln wir jetzt nochmal kurz von China nach Deutschland. Ich wollte euch einfach ganz schnell erklären, wieso der zweite Vlog jetzt doch relativ abrupt zu Ende ging. Ich habe ja erzählt, dass wir an diesem Tag abends noch von Shenzhen nach Shanghai geflogen sind. Wir haben uns dann also auf den Weg zum Flughafen Shenzhen gemacht. Den habt ihr auch eben gesehen. Also das waren die letzten Aufnahmen, die ich so eingeblendet habe. Ein wunderschöner Flughafen, einer der schönsten, die ich je gesehen habe. Das Problem war nur, wir waren etwas spät dran. Deshalb konnte ich da leider nicht allzu viel filmen. Dann sind wir etwa 2 Stunden nach Shanghai geflogen. Da dann nochmal hatten wir, ich glaube, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mit dem Autotransfer zum Hotel. Und dann war es schon relativ spät, 1 oder 2 Uhr. Deshalb habe ich mir eigentlich gedacht, ich mache aus dem für mich zweiten und den dritten Tag in China einen Vlog, einen großen Vlog und habe keine Abmod mehr gefilmt. Ja, aber da viele von euch beim ersten Video letzte Woche meinten, dass das doch etwas zu lang geworden ist, habe ich mir gedacht, keine so gute Idee, denn das wird dann vermutlich 25 oder 30 Minuten lang werden. Deshalb splitte ich das Ganze und beende damit jetzt den zweiten Tag. In ein paar Tagen kommt dann also das Video zum dritten Tag. Das bedeutet aber, es gibt insgesamt nicht nur 3 Videos aus China, sondern 4. Also nach diesem hier kommen noch 2 Stück. Einmal der dritte Tag in Shanghai, beziehungsweise der dritte Tag insgesamt in Shanghai eben. Und dann kommt auch noch ein Video, wo eben eure Fragen beantwortet werden, die ich von euch an Huawei gestellt habe. Das nur so für euch zur Erklärung. Alles das natürlich nur, wenn ihr das sehen wollt. Das Feedback zu Teil 1 war wirklich gigantisch. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hätte nicht gedacht, dass das alles so gut ankommt bei euch. Ich hoffe, der zweite Teil hat euch auch gefallen. Damit beende ich das Ganze jetzt. Ihr könnt es mich sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren wissen lassen oder über die Bewertung. Wie euch das Ganze gefallen hat, würde mich interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage wie immer ciao, bis zum nächsten Mal.